Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein mega leckeres Dessert für euch und dieses heißt Ekmek, stammt aus dem Griechischen, vielleicht kennt ihr ein oder anderes auch schon. Ich habe es allerdings ein bisschen abgewandelt, so wie es mir am besten schmeckt. Ja, dann fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Für den Boden nehme ich ca. 16 Zwieback, 800 ml Wasser und 170 Gramm Zucker. Den Zwieback lege ich zweilagig dicht nebeneinander in meine Auflaufform, die Größe von ca. 19 x 28 cm hat. Ihr könnt aber auch eine etwas größere verwenden, nur dann solltet ihr auf jeden Fall etwas mehr Zwieback einplanen. Falls der Zwieback nicht genau in die Auflaufform passt, könnt ihr ihn euch ruhig zurechtbrechen und dann damit die Lücken füllen. Das Wasser fülle ich in einen Topf, sobald es heiß wird, gebe ich den Zucker hinzu und verrühre es so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Jetzt lasse ich es ca. 15 Minuten köcheln, bis sich ein Zuckersirup gebildet hat. Anschließend nehme ich den Topf von der Kochstelle und gebe den Zuckersirup noch heiß auf den Zwieback. Dann geht es auch schon mit der nächsten Schicht weiter und dafür nehme ich 1 Liter Milch, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver, 80 Gramm Zucker und ein Glas Sauerkirschen. Hier bereite ich nach Packungsanleitung einen Pudding zu und zwar nehme ich mir zuerst etwas Milch ab, die restliche stelle ich schon mal auf die Herdplatte und lasse sie aufkochen. In der Zwischenzeit wird das Puddingpulver mit der Milch und dem Zucker glatt gerührt. Sobald die Milch aufkocht, nehme ich sie kurz von der Kochstelle und gebe langsam das Puddinggemisch bei. Anschließend lasse ich es noch einmal unter ständigem Rühren aufkochen. Nachdem der Pudding andickt, gebe ich diesen ebenso noch heiß auf den Zwieback. So lasse ich es kurz, also ca. 5 Minuten stehen, damit der Pudding nicht mehr ganz so heiß ist und verteile dann anschließend die gut abgetropften Kirschen auf den Pudding. Jetzt müssen alle Schichten komplett auskühlen und nachdem das geschehen ist, bereite ich aus 400 ml Sahne ein Päckchen Vanillinzucker und ein Päckchen Sahnefest Schlagsahne zu. Die Zwieback- sowie die Puddingschicht ist jetzt ausgekühlt und nun verstreiche ich die steif geschlagene Sahne auf den Kirschen und stelle es für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank oder am besten über Nacht. So, die Kühlzeit ist um. Ich hatte das leckere Ekmek-Dessert über Nacht im Kühlschrank, so konnte es nochmal gut durchziehen. Jetzt bestreue ich es mit Backkakao und dann ist es auch schon servierbereit. Ich schneide es natürlich noch für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker es aussieht. Probiert das Dessert mal aus und schickt mir eure Nachgemachtbilder auf Instagram zu. Das freut mich immer sehr. Hier drauf könnt ihr mich kostenlos abonnieren und verpasst dann auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.